Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und nächste Woche ist der Nicer Dicer Chef 13-teilig bei Lidl erhältlich. Ab Montag, deswegen drehe ich heute schnell das Video, damit ihr wisst, welche 13 Teile in dem Set enthalten sind und was als Teil gezählt wird. Teil Nummer 1, der Auffangbehälter aus Plastik mit 3300 Milliliter, einer umführenden Gummilippe, damit das auch nicht verrutscht. Teil Nummer 2, das Schneidunterteil. Teil Nummer 3, das Schneidoberteil. Viertens, das Messer mit 12x12 mm. Fünftens, das Messer mit 24x24 mm. Teil Nummer 6, der Tomaten- und Gemüseschneider mit einem Abstand von 9 mm. Da sage ich gleich noch mal was zu. Teil Nummer 7, der Adapter zu dem Tomaten- und Gemüseschneider. Teil Nummer 8, der Rahmen, sowohl für den Hobel. Teil Nummer 9 und Teil Nummer 10, die grobe Reibe, die ebenfalls in den Schneidrahmen gesetzt werden kann. Teil Nummer 11, der Schneidguthalter mit den üblichen drei Pieksern, damit ihr euch nicht in die Finger schneidet. Der Deckel mit einer umführenden Gummilippe, da könnt ihr eure Lebensmittel dann gut verschließen und aufbewahren. Teil Nummer 13 ist das Rezeptheft, das wird ebenfalls als Teil geführt. Das sieht man eben hier nicht und deswegen habe ich für euch das Video gemacht, damit ihr wisst, was dabei ist. Mein Fazit zu dem Set, das ist an sich gut, aber ich weiß aus Erfahrung, wenn man diese Einzelteile nachkaufen muss, ist es immer teurer. Und welche Teile würde ich für dieses Set empfehlen? Das ist zum einen der Zwiebelschneider, einmal in 6x6 mm und in 6x28. Das verlinke ich euch unten. Außerdem würde ich euch den Tomaten- und Gemüseschneider empfehlen mit 6 mm Abstand, denn diese 9 mm, die sind wirklich schon ziemlich groß. Auch den verlinke ich. Wenn ihr mit dem Chef gut klarkommt, würde ich euch im weiteren Verlauf auf jeden Fall den Hobel empfehlen. Ihr habt hier jetzt nur den nicht verstellbaren dabei. Mit 1 bis 2 mm für Gurkensalat, feine Zwiebelringe, wunderbar. Aber wenn ihr wirklich richtig schöne, dickere Scheiben schneiden wollt, dann besorgt euch später den verstellbaren Hobel. Von 0 bis 5 mm könnt ihr hier schneiden, auf einer Schnittbreite von 9 cm. Und das Schöne bei dem verstellbaren Hobel, da gibt es statt dem Schneidguthalter den Handyhopper. Einfach aufsetzen, Apfel rein, Tomate rein, Pilze rein und los geht's. Was ich euch auf jeden Fall noch empfehlen kann, zu der Plastikschüssel mit 3300 Milliliter, die Glasschüssel mit 2800 Milliliter, da habt ihr dann eine Gummimatte dabei, die Glasschüssel und noch einen zweiten Deckel, natürlich verwenden, wenn es dann nachher abgekühlt ist. Und dann habt ihr wirklich was, was langlebig ist, was ihr mit in die Spülmaschine packen könnt. Das macht richtig Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Bis dahin, eure Sophie.